Herzlich willkommen bei Zauberkellerhof. Mein Name ist Jochen Kellerhof und ich zeige Ihnen jetzt eine von vielen, vielen möglichen Routinen mit der Bendix Bombshell. Anissa und Damian, ich habe hier ein handelsübliches Kartenspiel. Die Rückseiten sind alle gleich, die Vorderseiten alle verschieden. Und Anissa, ich darf dich bitten, eine beliebige Karte zu ziehen. Bist du mit der Karte zufrieden oder möchtest du wechseln? Ich bin damit zufrieden. Damian, du bist so freundlich und ziehst ebenfalls eine Karte. Ja. Bist du auch zufrieden oder möchtest du wechseln? Nein, ich bin auch zufrieden. Du bist auch zufrieden. Sehr gut. Ich wende mich nun einen Augenblick ab und ich darf euch bitten, dass jeder von euch seine Karte auf der Bildseite unterschreibt. So richtig schön, kräftig, groß, diagonal über die ganze Bildseite. Anschließend haltet ihr eure Karten bitte wieder so, dass ich nur die Rückseite sehe, wenn ich mich umdrehe. Aber ich drehe mich erst um, wenn ihr fertig seid und dann sagt ihr laut und deutlich Bescheid. Alles klar? Okay. Okay. Bescheid. Wunderbar. Anissa, ich darf dich nur bitten, dass du deine Karte einfach oben auflegst. Damian, du machst das gleiche bitte mit deiner auch. So. Und selbstverständlich werden wir das Spiel jetzt noch ein weiteres Mal kräftig mischen. So. Upsa. Ups. Noch einmal sportlich abgehoben. So. Und bevor wir uns jetzt mit euren beiden unterschriebenen Karten beschäftigen, würde ich gerne eure Aufmerksamkeit testen. Ist das eine gute Idee? Ja. Okay. Wir schauen uns mal die oberste Karte des Spiels an. Es ist eine schwarze Karte. Damian, merkt ihr das bitte? Ja. Ja? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass die Brieftasche ebenfalls schwarz ist. Insofern kann dir das vielleicht als Eselsbrücke dienen. Ja? Und wir nehmen die obere schwarze Karte und geben sie in die schwarze Brieftasche. Alles klar? Ja. Und du merkst dir das bitte. Okay. Ist wichtig. Gut. Anissa, wir schauen uns jetzt die nächste Karte im Spiel an. Ja? Und wenn wir Glück haben, ja, es ist eine rote Karte. Das ist ja wunderbar. Du merkst dir, dass es eine rote Karte ist und dass wir die rote Karte quer ins rote Spiel legen. Okay. Ja? Alles klar? Und nun zum Aufmerksamkeitstest. Damian. In der schwarzen Brieftasche ist welche Karte? Die schwarze Karte. Anissa, im roten Spiel liegt vorne quer welche Karte? Die rote Karte. Die rote Karte. Hm, dann wollen wir noch mal nachschauen. Du hast gesagt, hier drin ist die schwarze? Richtig. Mit deiner Aufmerksamkeit ist es nicht weit her, es ist die rote. Vielleicht hat Anissa das besser gemacht. Hier ist die rote Karte? Ja. Tut mir leid, Anissa, hier ist die schwarze Karte. Und weil ihr heute so unaufmerksam seid, habt ihr auch längst verpasst, dass die unterschriebenen Karten bereits in die Brieftasche gewandert sind.